Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um ein einfaches Mikrocontroller-Projekt und zwar in dem Fall eine Einschaltverzögerung natürlich mit Mikrocontroller und einer 7-Segment-Anzeige und noch zusätzlich hier ein Relais. Ich habe hier die Schaltung mal auf dem Steckbrett aufgebaut, verwenden tue ich hier ein ATtiny 261, das ist ein kleinerer Mikrocontroller von Microchip bzw. Atmel. Dann habe ich hier eine 7-Segment-Anzeige mit einer gemeinsamen Anode und ein Relais. Und als erstes will ich mal kurz zeigen, wie die Schaltung funktioniert. Ich schalte es mal ein und man sieht, er startet bei 5 und geht runter auf 0. Dann geht die 0 aus und danach wird das Relais eingeschaltet. Eingesetzt werden kann natürlich so eine Schaltung zum Beispiel beim Verstärker, um die Lautsprecher etwas später einzuschalten, als direkt beim Einschalten des Verstärkers. Und mit dem Mikrocontroller ist man natürlich jetzt auch sehr flexibel. Man kann also verschiedene Modes vielleicht da noch einprogrammieren, dass die Anzeige anders ist oder wie auch immer, vielleicht auch schneller läuft oder langsamer läuft. Also da ist man dann sehr flexibel hier mit diesem Mikrocontroller. Bevor ich jetzt mal hier auf die Schaltung eingehe und die Software kurz erläutere, will ich mal kurz erläutern, was ich eigentlich hier so verwendet habe. Ich habe ja hier immer so ein Steckbrett, also kein Arduino oder sowas, sondern eben hier ein Mikrocontroller roh. Für einen Atmel braucht man dann in der Regel oder ja generell braucht man für einen Mikrocontroller so einen Programmieradapter. In dem Fall ist es hier so ein USB-ASP-Adapter. Von der Software habe ich dann dieses WinAVR verwendet. Das ist relativ ja, einfach zu handhaben. Es ist nicht aufgebauscht wie das Atmel Studio und für solche kleinen Projekte auch völlig ausreichend. Also zum Programmieren dann und um jetzt Fuses auszulesen, also die Bits, die hier reingesetzt sind, um bestimmte Sachen einzustellen von dem Controller, verwende ich SinaProc. Ich habe unten in der Beschreibung noch die Links dazu reingesetzt, wo man das findet, falls jemand das nachmachen möchte. Und jetzt will ich mal umschwenken auf den Schaltplan. Der Schaltplan ist wirklich sehr übersichtlich, wie man sieht. Es sind also nur sehr wenige Bauteile eigentlich vorhanden. Und zwar möchte ich da mal kurz durchgehen. Hier links haben wir den Mikrocontroller. Dann haben wir hier 8 Leitungen für die 7-Segment-Anzeige, nämlich von Segment A bis G und auch der Dezimalpunkt ist angeschlossen. Dann haben wir hier an PB6 10 Kilo Ohm-Widerstand, in dem Fall mit dem PNP-Transistor, das Relais und diese Leuchtdiode und mehr ist eigentlich gar nicht vorhanden. Ich will das hier nochmal kurz vergleichen. Also wir haben jetzt hier diese Widerstände, diese 470 Ohm für die 7-Segment-Anzeige. Hier ist dieser 10 Kilo Ohm zum PNP-Transistor BC327 oder so. Dann haben wir das Relais, Freiluftdiode und die Leuchtdiode. Mehr ist eigentlich gar nicht hier drauf. Ich habe mir auf der rechten Seite nochmal hingeschrieben, nachher für die Software oder für das Programm ist es immer ganz hilfreich, dass ja hier der Port A verwendet wird und die Portpins aufgeschrieben. Und die dazugehörigen Segmente für die Anzeige, so dass ich dann nachher genau sagen kann, bei der Anzeige von 105 zum Beispiel, was muss da an sein. Und ich kann die einzelnen Portpins dann genau dann dazu einschalten. Auch die Software gestaltet sich eigentlich ziemlich übersichtlich. Zu Anfang habe ich hier so einen Kommentar mal reingeschrieben, um was für eine Art von Software es sich handelt, also ob die frei verfügbar ist oder so. In dem Fall ist es GNU GPL, kann also jeder kopieren. Dann habe ich eine Information, was macht eigentlich das Programm, also unter Function, also ein Countdown nach 0 sozusagen und dann mit Display und so weiter. Dann habe ich hier so einen Abschnitt mit Hardware Setup, hier in diesem Bereich. Das gibt mir dann immer Informationen, wo was dranhängt. Ich kopiere mir das dann meistens von dem Dokument, was ich gerade gezeigt habe, von der Hardware. Jetzt weiß ich also, dass hier zum Beispiel bei den Segmenten, Segment A ist an PA0 und so weiter, das kann ich hier sofort sehen. Das Relais hängt hier in dem Fall jetzt an PB6, sodass ich das nachher im Programm vielleicht ein bisschen einfacher habe, dort dann einzutippen, den Code. Danach folgen natürlich die beiden Header-Dateien mit Include. Das sind in dem Fall jetzt hier nur I.O. und Interrupt.h. Danach erfolgen die Feinanweisungen, also symbolische Konstanten, einmal für das Segment A, also 0x01 in dem Fall. Das heißt, das Segment A hängt ja hier oben an PA0, also in dem Moment, wo es 1 ist, geht Segment A an, also ist das Segment A 0x01.
B ist dann 2 und so weiter. Dann kommt nochmal hier der SEC-Port, also der Segment-Port, Port A, wobei ich gesehen habe, ich benutze den hier gar nicht. Aber egal. Dann kommt hier nochmal eine symbolische Konstante für das Relais. Das hängt an 0x40, das ist also PB6 in dem Fall. Danach kommt eine Deklaration eines Arrays. Dort sind nochmal 11 Elemente drin. Diese 11 hier sagen jetzt sozusagen aus, was angeht, wenn ich jetzt das nullte Element zum Beispiel auswähle, dann ist Sec A, B, C, D, E und F an. Das heißt, es erscheint dann eine 0 auf dem Display. Und so ist das mit allen Ziffern hier gemacht worden. Ich habe auch nochmal eingesetzt hier Segment Off, also dass es ausgeschaltet wird. Im Anschluss daran sind zwei Variablen, einmal I für den Timer Interrupt und einmal Count, das ist sozusagen der Startpunkt, von wo er anfängt runterzuzählen. Im Anschluss daran sieht man hier die Funktion für den Timer, also die Initialisierung des Timers. Da ist es jetzt eben so, ich arbeite hier mit dem Timer 0. TIMSC sagt aus, dass ich den Timer-Interrupt einschalte. Also hier dieses TOIE0 und dieses TCCR0B. Dort stelle ich einen sogenannten Prescaler ein, der ist nachher wichtig, nachher für die Schleife, wo das dann durchläuft, der Timer. Im Anschluss daran sieht man jetzt die Interrupt-Service-Routine, ISR, und zwar wenn der Timer überläuft, Overflow Vektor. Das heißt, der zählt von 0 bis 255 und dann wird er resettet automatisch und bei jedem Überlauf löst dann Interrupt aus und geht dann hier in diese Routine rein. Als erstes, was hier gemacht wird, wird der Port A ausgegeben und zwar von Number Patterns Count und Count ist ja bei 5 und der gibt dann also eine 5 aus. Die Portausgabe ist hier invertiert, weil ja die Schaltung mit dem Display ausgestattet ist mit einer gemeinsamen Anode. Deswegen muss das hier invertiert werden. Also er gibt eine 5 aus, danach zählt er den Counter hier, das I hoch. I ist ja bei 1 gewesen zunächst und wenn I größer als 31 wird, geht er hier rein. Wenn es drunter ist, macht er nichts weiter, sondern er wird bei jedem Interrupt, also bei insgesamt 31 Interrupts oder 30 Interrupts, wird er diese 5 anzeigen. Wenn jetzt also I größer als 31 ist, dann geht er hier rein. Er zählt dann also runter, Count wird um 1 reduziert, das heißt, ich bin bei 4. Das I wird wieder zurückgesetzt auf 1. Und hier auch nochmal, wenn der Counter kleiner als 0 ist, er ist ja nicht im Moment kleiner als 0, er ist bei 4, geht er also hier rein. Dadurch, dass er jetzt bei 4 steht, würde er bei dem nächsten Interrupt, der ausgelöst wird, I ist ja dann wieder 1, also hier eine 4 anzeigen. Und so geht er durch, bis der Counter bei 0 angekommen ist. Und danach zählt er wieder herunter mit diesem Count minus minus. Und wenn das kleiner als 0 ist, dann macht er folgendes, der Port A. Dort gibt es jetzt die Ausgabe Number Patterns von 10. Das ist jetzt hier Segment Off dort oben. Und gleichzeitig wird das Relais ausgeschaltet, auch hier wieder invertiert, weil ich ja einen PNP-Transistor verwende. Und danach wird der Timer gestoppt, das heißt, es kann kein weiterer Interrupt mehr aufgerufen werden. Das heißt, das hier, diese Interrupt-Service-Routine, die wird begrenzt aufgerufen im Programm. In der Hauptfunktion Main wird erstmal festgelegt, die Ports, nämlich A und B, wie die Pins beschaltet sind. In dem Fall Port A ist ja die 7-Segment-Anzeige dran, das heißt alles als Ausgang festgelegt. Und bei B ist es der PB6 als Ausgang, da ist ja das Relais dran. Danach wird Port B auf 0xFF gesetzt. Es ist ja an dem Port 6 ein PNP-Transistor dran und mit 0xFF wird dieser gesperrt, das heißt das Relais ist erstmal aus. Danach wird der Timer initialisiert, also in dem Fall mit dem Prescaler 1024 und auch die Interrupts werden für den Timer damit festgelegt mit diesem TIMSC und der startet dann natürlich sofort und es werden hier unten die Interrupts freigegeben. Das heißt, hier in der Weilschleife passiert erstmal nichts, er wartet auf einen Interrupt und geht dann in die Interrupt-Service-Routine und arbeitet es dann ab.
möchte mal ganz kurz auf diese Interrupt-Service-Routine hier eingehen, und zwar speziell hier auf diesen Wert 31. Ich habe hier geschrieben, 31 entspricht einer Sekunde. Die Frage ist, warum ist es so? Der Timer ist ja so eingestellt, dass er mit einem Prescaler von 1024 arbeitet. Das heißt, es ist hier ein Taktteiler. Der Takt beträgt ja 8 MHz durch 1024, das sind irgendwie 7,8 kHz. Damit wird also dieser Timer getaktet. Er zählt ja bis 255. Das heißt wiederum, die 7,8 Kilohertz entsprechen ungefähr 128 Mikrosekunden. Und das mal 255, da kommt man ungefähr auf 33 Millisekunden. Und jetzt ist die Frage, wie oft muss der sozusagen überlaufen, damit er auf eine Sekunde kommt? Ja, das ist dann der Kehrwert davon, und da kommt man dann ungefähr auf 30,6. Deswegen habe ich hier 31 reingeschrieben und komme damit ungefähr auf eine Sekunde. Wenn ich jetzt also den Wert hier runterdrehe, wird der schneller, die Anzeige hier. Und wenn ich ihn höher drehe, wird sie natürlich langsamer. Für mich hier in dem Fall kommt es nicht darauf an, dass ich genau auf eine Sekunde hier komme. Das ist mir egal. Man sieht aber, wenn man jetzt genau auf eine Sekunde kommen möchte, dann kann man hier in dem Fall auch keinen 8 MHz Takt nehmen, sondern meinetwegen externen Quarz, der genau darauf abgestimmt ist, dann auch genau auf eine Sekunde zu kommen. Ich habe ja dieses Projekt hier auf diesem Steckbrett aufgebaut, und viele arbeiten ja natürlich mit dem Arduino und sagen sich, naja gut, wie funktioniert das jetzt mit dem Arduino? Der Arduino hat ja einen anderen Controller, nicht diesen AT-Tiny261, sondern den Atmega 328. Aber man kann das natürlich auch auf ein Arduino spielen, die Software, allerdings natürlich einige Änderungen notwendig. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe zunächst erstmal hier so eine Lochraster-Add-Onboard genommen und habe das hier bestückt mit den Bauteilen. Auch hier ist wieder die 7-Segment-Anzeige hier drauf mit den Widerständen, der Transistor und das Relais. Und ich will auch natürlich auch nochmal zeigen, ich stecke das jetzt hier auf diesen Arduino Uno mal rauf und schließe das mal an. Funktioniert also ganz genauso. So, die Spannungsversorgung ist an. Und ich stecke das mal hier kurz ran. Ja, also man hat es auch gehört, das Relais klickt, ist jetzt eingeschaltet. Es funktioniert also auch auf diesem Arduino natürlich. Aber wie gesagt, es sind einige Änderungen notwendig, und welche Änderungen da notwendig sind, zeige ich natürlich jetzt auch mal hier in der Arduino IDE. Ich habe hier auf meinem Blatt auf der Vorlage mal aufgeschrieben, was eigentlich geändert werden muss. Der Arduino besitzt keinen Port A, also wie ich ihn hier verwendet habe, sondern nur einen Port B, C und D, glaube ich. Ich habe mich jetzt entschieden, das Display an den Port D ranzuhängen. Das muss also geändert werden. Das Relais ist nach wie vor an Port B. Allerdings ist hier der Port-Pin nicht 6, sondern 3. Das heißt, ich muss dieses SEC-Port ändern. Ich muss auch das Relais on ändern. Dann gibt es noch eine Sache im Timer. Und zwar gibt es für den Atmega 328 nicht dieses TIMSC, sondern der heißt dann in dem Fall TIMSC 0. Und ich muss den Counter ändern, diese Variable, auf 62 ungefähr, weil der Controller natürlich mit 16 MHz arbeitet, und deswegen muss ich diese Countervariable verdoppeln. Ich schalte mal hier um jetzt auf die Arduino IDE. Ich schiebe mal kurz die Kamera hier rüber, ich hoffe, dass man es sieht. Also ist eigentlich alles hier erstmal geblieben. Das Bild müsste man noch ändern, das habe ich jetzt nicht gemacht. Was ich hier geändert habe, habe ich mit diesen zwei Sternchen gekennzeichnet. Das erste war Segment E, F und G. Ja, die habe ich eigentlich nur vertauscht. Ich hatte das jetzt schon so zusammengelötet. Normalerweise braucht man das natürlich dann nicht, wenn es gleich angeschlossen ist. Hatte ich aber jetzt übersehen. Dann habe ich hier als SEC-Port natürlich den Port D. Ich habe beim Relais, das hängt jetzt auch woanders dran, da habe ich jetzt 0x08. Das sind also diese ersten Änderungen. Das Array bleibt natürlich. Dann habe ich hier wieder zwei Sternchen, also hier hat sich der Name geändert. Der ist geändert worden auf TIMSC 0 für den Timer 0. Und was hat sich noch geändert? Hier diese Variable 62. Und hier natürlich auch Port D, um das nachher anzuzeigen richtig. Und was ist noch hier? Sonst ist eigentlich nichts. Achso, hier die Voreinstellung für DDRB, also da, wo das Relais dran hängt. Das ist jetzt bei 0x80, und wenn man es dann eben hochlädt, die
Software, dann funktioniert das auch mit dem Arduino. Ja, das war mal wieder hier so ein kleines Projekt mit einem Mikrocontroller, Time Delay mit einer 7-Segment-Anzeige und einem Relais. Ich hoffe, es war etwas interessant und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.